Ja, guten Tag, liebe Freunde, liebe Damen und Herren. Mein Name ist Thomas Kutze, ich bin 51 Jahre und als Diplomkaufmann seit über 25 Jahren selbstständig im Import und Vertrieb von Natursteintechnik und Bergbautechnik. Ich bin 2013 zur AfD gekommen, habe alle Wahlkämpfe mitgemacht, bin seit 2014 Mitglied. Als stellvertretender Sprecher des Kreisverbandes Rhein-Berg und des Stadtverbandes Bergisch-Gladbach bin ich auch Direktkandidat für unseren Wahlkreis. Ich engagiere mich im Integrationsrat der Stadt Bergisch-Gladbach und im Landesvorstand des AfD-Mittelstandsforums. Zum Inhalt. Als Kind bin ich mit meinen Eltern und meiner Schwester im doppelten Boden eines VW-Busses aus der DDR, aus dem Sozialismus und der Diktatur geflüchtet. Das haben wir nicht getan, um heute wieder den Merkel-Sozialismus und die neue Diktatur hier zu erleben. Wir sind gekommen für Freiheit und Demokratie statt Sozialismus. Ich bin überzeugter Europäer. Und das ist neben meinem Kampf gegen den Sozialismus auch meine Mission, für die ich kämpfe. Mir dreht sich alles rum, wenn ich sehe, wie der Euro Europa nicht ein, sondern spaltet. Wie die Subventionskultur die Leistungsträger Europas aussaugt. Der Vereinheitlichungswahn die Vielfalt Europas zerstört. Ich kämpfe für meine Mission, die Vielfalt Europas, Europas der Vaterländer, für eine soziale Marktwirtschaft nach Ludwig Erhard. Für Subsidiarität, auch in NRW, gegen diese sozialistische Diktatur der EU-Nomenklatur. Ich könnte Ihnen viel erzählen über meine Erfahrungen im Integrationsrat, bis hin zu Willkommensbehörden, die sollen entstehen. Ich könnte Ihnen erzählen von Kindern, die ausgegrenzt werden, als Kuffer beleidigt, denen ihr Wurstbrötchen bei Unrein in den Dreck geworfen wird. Von Intoleranz, von Deutschfeindlichkeit, von Rassismus. Die kommen nicht von irgendwelchen Predigern, die kommen aus Ethikmoscheen, zentral verteilte Predigen von Erdogans staatlicher Religionsbehörde in Iran. Wir reden nicht von irgendwelchen Andersgläubigen. Nein, meine Damen und Herren, wir reden von totalitären Strukturen, demokratiefeindlichen, ausländisch gesteuerten Strukturen in unserem Land, von Islamisten und Radikalen. Aber es ist nicht deren Schuld. Die vertreten nur ihre eigenen Interessen. Es sind unsere deutschen Politiker, die das zulassen, die denen diese Zugeständnisse machen. Und ich möchte mal jetzt ganz abstrakt sagen, was ist denn Politik? Politik ist ein Eintreten für eigene Interessen. Politik ist der Kampf um Macht, Geld und Einfluss. Zugeständnisse einfordern oder notfalls Zugeständnisse gewähren. Aber unsere Politiker gewähren Zugeständnisse ohne Not. Und das werden wir anders machen müssen. Und dafür müssen wir unsere Politik in die Parlamente tragen, um wieder für den deutschen Normalbürger die Interessen zu vertreten. Dafür braucht es uns und dafür möchte ich gerne kämpfen. Wir müssen auch kämpfen, dass die Islamverbände nicht als Religionsgemeinschaften anerkannt werden, wie das alle, diese ganzen rot-grünen, schwarzen alle wollen. Und als Sozialverbände, die wollen natürlich an die Tröge der Sozialindustrie. Das geht um Milliarden und dass die da anwollen, ist doch nicht deren, kann man dem doch nicht verdenken, diesen Islamverbänden. Nein, ich bin dafür, diese Politik in die Parlamente zu bringen und ich bin dafür, dass sich diese ganze rot-grüne Politik-Schikaria ein bisschen um ihre Experimente sorgen muss, um die Zukunft ihrer Experimente. Gender, Inklusion, Ökostrom,
Wirtschaftsexperimente, Umverteilung, Migration, was auch alles. Aber wir stehen in den Medien ganz speziell da. Angeblich machen wir den Bürger Angst. Nein, es sind ein paar Rhetoriker bei uns, die das tun. Richtig. Und da habe ich auch einen ganz klaren Standpunkt. Es ist absolut teilig, dass wir zum Beispiel eine Geschichte haben, die über die berühmten schlimmen 12 Jahre hinausreicht. Aber es muss von Anfang an klar sein, dass, wenn man von 1000 Jahren Deutschland spricht, dass auch den entsprechenden Protagonisten als Verherrlichung des 1000-jährigen Reiches ausgelegt wird von unseren rot-grünen Medien. Da bin ich für eine Rhetorik mit Augenmaß, aber mit klarem Standpunkt. Vor uns sollen sich nicht die Bürger fürchten, sondern nur diese besagte Schikaria, die um ihre Experimente sorgen sich soll, die mit uns und unseren Kindern macht. Das kann ich angehen und das wollen wir beenden. Wir haben gute Sympathieträger und brauchen keine magischen Sprüche. Wenn Sie Ihr Kreuz nachher bei Thomas Kunze machen, dann stehe ich für Augenmaß, auch als Brückenbauer innerhalb der Partei, aber auch zu vielen, die uns noch skeptisch gegenüberstehen. Ich bin für den Kampf, für den Marsch durch die Institution, der hat längst begonnen und daran möchte ich teilnehmen mit sozialer und wirtschaftlicher Kompetenz. Vielen Dank. Ja. Meine Damen und Herren, jetzt können Sie Fragen von dem Kollegen Kunze stellen. Bitte schön, Sie haben das Wort, 30 Sekunden. Thomas, du hast sehr berechtigt die Kritik an der TTIP, an die Islamverbände geäußert. Jetzt haben wir in Deutschland Trennung zwischen Staat und Kirche. Wie möchtest du das im Landtag durchsetzen, dass wir diese Organisation schwachen? Danke. Naja, es ist eine historische Betrachtung im Endeffekt. Wir haben ja auch unsere Geschichte und diese Geschichte beinhaltet auch ein Mittelalter, wo die Kirche, wo die Religion sehr viel Macht hatte. Aber in Mitteleuropa hatten wir auch mal sowas wie eine französische Revolution. Wir hatten Immanuel Kant und die Aufklärung und in Deutschland hatten wir zum Beispiel die Gesetze Otto von Bismarck, die Trennung von Kirche und Staat. Standesamt ist seitdem staatlich. Kirchenbücher werden noch geführt, aber die Geburtsurkunden, die liegen im Standesamt. All diese ganze Trennung, das gibt es in Mitteleuropa, das kennen diese Länder nicht, diese Gesellschaften und die Menschen, die aus solchen Ländern zu uns kommen. Und da müssen wir klar machen, wer hier die Maßstäbe setzt. Danke. Weitere Fragen an den Kandidaten. Bitte schön, Sie haben das Wort, 30 Sekunden. Ja, man darf ja einzig vergessen, das 1000-jährige Reich ging von 31 bis 45. Unsere ganze Geschichte begann vor 1000 Jahren, im nächsten Jahr für 500 Jahre Reformation, das heißt, oder die Länder, die da teilgenommen haben, die enormen wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwung. Die Frage ist ganz einfach. Sagen wir mal zum Burka- und Minarettverbot. Danke. Ach so, ja, okay. Ich hatte jetzt schon fast an sich richtig. Die Burka ist für mich einerseits eine Äußerlichkeit. Mir tun die Mädels leid, die die tragen müssen, ohne es zu wollen. Aber ich sehe auch ein Symbol darin, der Integrationsverweigerung, der Integrationsfeindlichkeit, der Ablehnung unserer Mehrheitsgesellschaft. Und das als solche muss man das auch dran machen. Das ist mein Standpunkt. Minarette, ja, ich meine, wir sehen wenigstens, wo die Leute sind. Ja? Und eigentlich sollten diese Minarette am besten noch das Erdogan-Konterfei dran haben. Natürlich bin ich gegen den Burka und gegen die übertriebene Minarette, nicht, dass das einer falsch versteht. Aber ich denke, wir sollten sie als Symbol.
annehmen, was sie sind. Danke. Nächste Frage. Bitte schön. Herr Königlei, ein Werk. Thomas, eine Frage. Du hast jetzt den Islam und die Integration angesprochen. Welche anderen Themen wären dir im Nachhinein wichtig? Danke. Ja gut, ein ganz wesentliches Thema in der Landespolitik ist natürlich die Bildungspolitik. Da spielt natürlich auch wieder das rein, was ich schon gesagt habe, nämlich dass die Einflüsse von außen, auch aus dem Ausland, sehr verheerend sind, dass nicht jeder mit der Kinder hat. Weitere Themen neben Schule, Gender, Diversity Management ist natürlich für mich auch ein bisschen der Mittelstand und die Wirtschaftspolitik, gerade eben, da ich auch im Mittelstandsforum aktiv bin. Ansonsten würde ich sagen, Bürgerbeteiligung, ja, das sind so die wesentlichen vier Themen, die ich da umreißen würde. Dankeschön. Nächste Frage. Mein Name ist Wolfgang Fahre Kummersbach. Herr Kunz, Sie sind dem Landtag geworden. Wie würden Sie im Landtag Ihre Arbeit in dieser Richtung einbringen? Danke sehr. Naja, ich sehe häufig eine sehr fragwürdige Wirtschaftspolitik, die nicht mittelstandsfreundlich ist, sondern den großen transnationalen Lobbyistengruppen entspricht. Amazon kriegt Grundstücke geschenkt, Nokia auch, die kriegen, dürfen ihre Rechnungen aus Luxemburg machen, schreiben. Probieren Sie das mal als Mittelständler. Ihnen sagt das Finanzamt, wir werden uns nicht. Ich könnte meine Rechnung nicht aus Luxemburg schreiben, da hätte ich ein Problem. Und das müssen wir deutlich machen, wenn die Wirtschaft vor den großen Konzernen ehrfurchtsvoll auf dem Bauch liegt, aber der Mittelstand, der seine Steuern hier zahlt und nicht in Luxemburg nicht zahlt, der fällt hinten runter. Und da kämpfe ich dann. Danke. Dann gibt es schon die letzte Frage an den Kandidaten Kunze. Herr Koch, Sie haben gesagt, Politik ist der Kampf um Macht und Einfluss. Wie ist da Ihr Verständnis von Gemeinwohl? Ist nicht die Hauptaufgabe von Politik die Wahrnehmung des Gemeinwohls? Ja, absolut, absolut. Aber gerade da, denken Sie mal an die berühmte Hotelsteuer, die die FDP mal irgendwann durchgebracht hat. Ich war in den letzten Jahren und danach direkt, habe ich das sehr beobachtet, wenn ich meine Reisekostenabrechnung machen musste, was das aufgeführt hat. Das ist diese Klientelpolitik. Und die kämpfen für alles Mögliche, selbst für alle möglichen Minderheiten. Wir müssen den Einfluss geltend machen für den deutschen Normalbürger, nicht immer nur für die Minderheiten. Und das macht außer uns bisher kaum jemand so, wie ich denke, dass wir das tun sollen. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen. Und rufe als nächstes.